Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht hier schon was, ne? Nämlich eins von den von mir schon öfters erwähnten Notizbüchern. Gibt es die überhaupt noch? Kriegt man den noch irgendwo zu kaufen? Wahrscheinlich im Teddy oder so, ich habe keine Ahnung. Das hier ist eins meiner Comics und zwar das zweite Comic, das ich in dieser Form hier fertig gemacht habe irgendwann mal. Ich habe es jetzt zufällig wiedergefunden in meinem Regal. Das ist aber das Einzige, was ich oben in der Wohnung gefunden habe. Das heißt, es gibt noch etliche mehr. Keine Ahnung, wo die sind. Irgendwo im Keller wahrscheinlich, irgendwo in so einer Kiste oder so, ne? So, und ja, das gehen wir jetzt einfach mal durch, ne? Es kann sein, dass ich hier und da was schneiden muss, denn hier sind sehr viele politisch unkorrekte Gags drin. Ich bin halt immer schon Mistkerl gewesen, ja. So, dieses Ganze hier habe ich in der Schulzeit gezeichnet, diese Dinger. Und auch noch ein bisschen in der Ausbildungszeit, das waren dann aber die späteren Sachen. Das hier ist jetzt auch nicht, leider nicht, der Painter, ne, den ich ja in den letzten Videos so ein bisschen erwähnt habe. Das wäre dann nämlich so ein grüner Einband. Und auf dem schwarzen hier ist dann so ein bisschen grünliches Muster, so komisch ein bisschen. Und das ist aber das gleiche Format vom Buch, ja. Da wäre dann, glaube ich, der Painter drin. Oder gelb. Ich habe auch noch eins in gelb. Da habe ich auch irgendwas reingemalt. Das weiß ich noch. So, also, was ist das jetzt hier, was wir jetzt hier sehen werden? Also, ich habe damals angefangen, Comics zu entdecken. Eher mit so Sachen wie Garfield. Oder Dog von der Stinkfußfarm. Kennt das noch irgendwer? Oder Grimmy. Dieser Hund mit dieser dicken Knollnase. Dieser eher hässliche Hund da. Dieser gelbe. Ja. Lebt ihr ja nicht mit einer Oma zusammen oder irgendwie sowas? Ja, also so, wie soll man sagen? Cartoons, wenn man eigentlich will. Also pro Seite ein kleiner Sketch. Und Ende. Nächste Seite, nächster Sketch. Ja, so. Und so habe ich das hier auch gemacht. Und die Hauptfiguren hier in dem ganzen Quatsch, ja, das sind halt wir. Also meine Familie, Freunde, teilweise auch Lehrer aus der Schule, die zu mindestens 90% nicht mehr leben. Mittlerweile leider, ne? Und so, was gucken wir uns jetzt einfach an. Das hier ist jetzt das, wie gesagt, zweite Comic. Macht aber nichts, denn ich habe immer am Anfang der Comics, immer am Anfang so eine Art Einleitung geschrieben. Und das gehen wir jetzt einfach zusammen durch. Ich weiß gar nicht, ich guck mal kurz was. Ist auf der letzten Seite, ja, das ist bis zum Schluss vollgezeichnet. Okay, gut. Also, es geht los. Das Ganze heißt dann hier G2 Günzel, ja, die Rückkehr der Günzels. Also G2, Günzel 2, ist halt bescheuert. Hier habe ich noch eine zweite 2 drauf gemalt, weil ich glaubte, dass man die hier vielleicht nicht richtig erkennt. Keine Ahnung. So, ich lese den Scheiß jetzt vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Ansonsten übernehme ich das halt so ein bisschen. Ich muss immer so ein bisschen gucken, dass ich das hier so ein bisschen so hinfixiere, dass ihr das auch alles seht. Ich sehe schon mal, hier ist irgendwie. Ich ziehe mal die Lampe ein bisschen näher ran. So ist das Licht halt auch ein bisschen besser, glaube ich, ne? Also, Vorwort. Lieber Leser, ach Quatsch. Hey, ich grüße euch, ihr abgefuckten Gruftis, Punks, Metal-Freaks und auf die Fresse gefallenen Vollidioten mit Brett vorm Kopf. Ihr könnt nicht genug kriegen von zynisch-sarkastischen Comics, von verrückten und wilden Figuren, von hintergründigem schwarzen Humor. Dann seid ihr hier richtig. Mit Bananophobia nahm der Terror seinen Anfang. Doch jetzt, nachdem Tommy, ich, Ausrufezeichen, die Schule, ach, das ist nach der Beendigung der Schule, ist also schon in der Ausbildungszeit, die Schule beendet hatte und als Maler in die Lehre trat, findet der alltägliche Horror seine Fortsetzung. Mit den Krabben, die die Bananomaniacs nun ersetzen, ich erkläre euch das gleich, den alten Bekannten und neuen Gefahren wie Chef, fette Mädels oder böse Träume, beginnt die neue Epoche des kalten Grauens des Alltags. Macht euch bereit, stellt eure Nerven und schnallt euch fest für den neuen Holocaust der Ablachorgien. Junge, was ist falsch mit dir? Und Gags in G2, die Rückkehr der Günstels. Ja, also, hier bewusst kleine und große Buchstaben vermischt, weil das ist edgy, das ist lustig. Oh Gott, ey. Ja, also, die Bananomaniacs. Im ersten Comic, also ich habe hier halt tatsächlich Brösel-Style reale Ereignisse verarbeitet, wenn man das denn so nennen will, ja. Und zwar in der Form,
Zum Beispiel hat mich meine Mutter damals auf eine Bananendiät setzen wollen. Ja, Alter, ich hatte damals gerade mal ein paar Speckröllchen. Da soll ich schon Diät machen. Ich sah doch nicht aus, so monströs aus wie jetzt. Ich habe leider die alten Bilder jetzt natürlich nicht hier gerade vorliegen, aber es gibt ein ganz altes Video von mir. Slane Gallery, oder wie ich das genannt, wo ich alte Fotos zeige. Nee, du hast jetzt Pause. Ich habe jetzt 2 Stunden mit dir am Stück gespielt und wir waren laufen. Du hast jetzt genug, du legst dich jetzt irgendwo hin und schläfst. Junge, gib mir das Tier heute auf den Zeiger. Der ist heute komplett hyperaktiv. Ich weiß nicht, was mit dem Hund los ist. Hau dich irgendwo hin. Nein. So. Du kommst jetzt hier nicht auf den Sessel gekrabbelt. Ich weiß, dass du das magst. Ich weiß, dass du das darfst. Jetzt nicht. So. Jo, jetzt schüttelt er sich, Stress abschütteln. Gut, jetzt hat er es kapiert. Gut, also. Die Kamera ist auch irgendwie so ein bisschen, ist ja auch scheißegal. So, diese Bananendiät, ich habe nur noch Bananen gekriegt. Bananen gebraten, Bananen gebacken, selbstgemachte Bananenchips, Bananensuppe, Bananensuppe. Die hat sich halt, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Weibermagazine da, Brigitte, Britta, was weiß ich, wie der ganze Scheiß da heißt. Da hat sie das irgendwie gesehen. Das ist so, das ist ganz toll, eine Bananendiät zu machen. Oh, und das habe ich dann halt auch in der Schule erzählt, natürlich, weil du bist, doch ja, das war ja noch in der Schulzeit. Der erste Band war ja noch in der Schulzeit. Und mein Lehrer hat mich dann immer damit aufgezogen. Du kamst dann morgens in die Schule und auf deinem Platz lag eine Banane. Hahaha, das ist lustig. Ich liebe dich, Silky. Du bist der beste Lehrer der Welt, ja. Aber er hat mich halt auch gerne verarscht. So. Ja, weiter. So, und hier geht es dann halt um Krabben. Wenn der Part dann kommt, erzähle ich es euch. Wieso ist hier eine Mülltonne, aus der ein Monster lugt mit so Krallen? Weiß ich nicht. Zur Echtheit. Schreibschrift, mein Name. Was hat das mit Echtheit zu tun? Dieser Comic, oder wie man das nennt. Achso, diesen Comic, oder wie man das nennt, widme ich Walter Sierk und Annette Lubinus. Das sind halt meine beiden Lehrer gewesen, Lehrer und Lehrerin. Ne? Also, er war halt unser Klassenlehrer. Sie war so Mathe. Nee, ja, ich glaube, wir hatten es auch in Mathe, glaube ich. Aber nur zeitweise. Hauptsächlich so Sachen wie Biologie und so. Ne? Gut. Die waren beide absolut super. Kann ich nicht anders sagen. Die besten Lehrer, mit denen ich jemals zu tun hatte. So, hier eine schreiende Fliege. Keine Ahnung, was das soll. Dann gucken wir mal. Ach so, jetzt habe ich hier erstmal. Was glotzt du so? Diese Seite ist eben fast leer. Was dagegen? Ja, toll. Die Charaktere. Ich. Ja, diese Flying V-Gitarre mit diesem Slayer-Aufkleber hatte ich tatsächlich damals. Auch da gibt es, glaube ich, noch irgendwo Fotos von. Ja, das war halt zu meinem 16. oder 18. Ich weiß es gar nicht mehr. Weihnachtswunsch von mir. Und es gab damals im Metal Hammer dieses Starter-Set oder verschiedene Starter-Sets, ne? Und ich habe halt das Flying V-Set genommen. Moment, ich muss schon hier schnauben, ihr kennt das ja. Zumindest müsst ihr das diesmal nicht sehen. Und da war halt ein Marathon-Verstärker. Das hier war eine Epiphone-Kopie von Gibson oder so hieß die, glaube ich. Epiphone bei Gibson stand da drauf. Ja, Kabellage, Grifftabellenposter, eine Lernkassette oder CD, das weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich gar nicht mehr. So eine Lernding. Ein Stimmgerät war noch mit dabei. Und ein weiterer Satz Saiten, glaube ich, war auch dabei. So Kram. Da so ein Schlüssel. So ein komischer Schlüssel hier zum Einstellen und so. So wie so ein Mutternschlüssel, so ein bisschen. Ah, nee, wie sagt man zu den Dingern? So ein Sechskant oder wie sagt man dazu? Achtkant? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal jetzt. So, also, was. Oh Gott, habe ich jetzt auch was runtergeschrieben? Okay, er spielt hinten. Also, falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, tut mir leid. Der Hund tobt halt umher. Ich weiß nicht, woher er heute die Energie nimmt. Der ist jetzt hier den dritten Tag. Morgen kommt meine Frau ja wieder, ne? Der war jetzt die anderen beiden Tage so gechillt und alles gut und geil, schöne Tage mit Härchen. Heute ist der 10.000%, aber plus, 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 doppelt plus. Weiß ich, was mit dem Tier heute los ist. Hast du Cola gesoffen oder was? Ich habe keine Cola hier. Das kannst du nicht ausdenken. Jetzt hat er sein ganzes Bett gerade voll in die Mitte des Wohnzimmers geschleudert. Der ist komplett überdreht. Nein! Hau ab! Störst jetzt gerade. So, ich, Tommy, bin hier die, naja, Hauptperson.
und muss mich mit allen anderen hier in Wolf plagen. Allerdings hat sich im Gegensatz zum letzten Comic einiges geändert. Natürlich spiele ich noch Gitarre und singe auch ein bisschen. Also so für mich natürlich, ne? Und ich höre auch gerne noch Heavy Metal. Ein Weltstar enttäuscht seine Fans doch nicht. Weltstar, halt die Fresse. Aber ich habe kein Problem mit Bananen mehr. Yeah! Stattdessen allerdings mit Krabben. Wir sind außerdem umgezogen, was eine Menge neue Probleme mit sich bringt. Kurzum, es wird euch gefallen. Ah, dann habe ich das schon in der Wohnung gezeichnet. Offenbar, wo ich dann mit meinem Vater so lange gewohnt habe und teilweise auch mit meinem Bruder. Wo auch diese Vintage-Bullshit-Videos entstanden sind, die ihr teilweise ja auf dem Kanal auch gesehen habt, ne? Die Vintage-Bullshit-Show oder wie den Scheiß genannt? Ja, ich rede jetzt nicht von den Parts, wo ich da durchs Wohnzimmer springe mit einer E-Gitarre, das war noch die ganz alte Wohnung. Sondern die, wo ich mit meinem Bruder da verkleidet rumhampel als Buckliger und dieser ganze Kindergarten da. Das ist halt in der Wohnung entstanden, wo ich wahrscheinlich auch diesen Comic hier gezeichnet habe. Ich weiß nicht, normalerweise habe ich hier und da auch, in den Cartoons kann das sein, dass es dann kommt, immer so Jahreszahlen reingeschrieben. Ne? Bei den Cartoons wird es dann übrigens auch schneller gehen als das jetzt hier. So, das ist mein Papa. Ja, ich habe ihn so gezeichnet, ja. So sieht er überhaupt nicht aus, aber es ist halt die überspitzte Cartoon-Version. Ja, er hat Locken, ja, er hat Vollbart und mittlerweile nicht mehr so, also Stoppelbart, ne? Grauer Stoppelbart mittlerweile. Und er ist halt Maler, deswegen steht er hier gerade voll in einem Eimer Farbe, da steht drauf farbige Farbe. Dann haben wir hier ein Kuttenlecker, sagt man hier bei uns in Norddeutschland. Ein Kuttenlecker. Habe ich von meinem Vater den Spruch, oder nee, ja, die Aussprache. Das ist halt eine Heizkörperrolle und ein Pinsel. So, mein Vater. So, ha, der Alte. Nachdem wir umgezogen sind, achtet er peinlichst auf reinliche, durchgestrichen irgendwas, Reinlichkeit, was nicht so ganz klappt. Er und Urvogel, meine Mutter hatte mal so einen furchtbaren Haarschnitt, das kann sein, dass es gleich noch kommt. Da haben wir sie spitznamenmäßig Urvogel genannt, weil sie wirklich aussah wie so ein Urzeitvogel mit der Friese. Schwer zu beschreiben. So, sind geschieden und leben getrennt. Kann man verstehen bei Urvogels Frisur. Okay, das kam dann wahrscheinlich eher im ersten Comic. Er hat immer noch den Job als Maler und hat gerade sein Auto verkauft. Wenn es also heißt, einkaufen gehen, fallen ihm die gerade am Hinterkopf nachgewachsenen Haare aus. Er kriegt Fieber am ganzen Körper, Pickel und schrumpft auf 1 Meter Größe zusammen. Ja, wir haben halt ungern eingekauft, mein Gott. Dasselbe passiert auch mir, nur sage ich dazu immer nur piep, 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 piep. Was? Ja, ich weiß nicht, was ich damit meine. Dennis, mein Bruder. Was steht da auf dem Shirt? Achso, Metal, 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 Metal. Und dann hat er halt hier einen Fußball, der gleich platzt, so doll hat er ihn aufgepumpt. Mein Bruder hört, wie man sieht, wie ich Heavy Metal und fährt zurzeit voll auf Fußball ab. Sein Ball kann nicht genug Luft haben. Ja, richtig, er hat sich immer hingesetzt und seinen Ball aufgeblasen und dann immer gefühlt, so ein bisschen gedrückt. Das ist doch nicht frei genug. Das ist doch nicht frei genug. Das weiß ich, deswegen habe ich das gezeichnet, richtig. Außerdem spielt er gerne Nintendo und fährt ein Mountainbike. Da die Playbacks, übrigens, das ist hier wie gesagt, ne, Ausbildungszeit, also so Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er ist das hier alles entstanden, ne? Und das war nämlich die Zeit der Mountainbikes und BMX-Räder, gar nicht so sehr die 80er. Wie gesagt, in den 80ern hatten wir hier in der Gernförde ein Kind in unserer Schule, das ein BMX-Rad gefahren ist. So. Da die Playbacks jetzt ja zu Ende sind, singt er manchmal mit mir, während ich die Saiten schmettern tue. Ja, die Playbacks, für die, die es jetzt nicht wissen, mein Kumpel Sönke, ich weiß nicht, ob der hier auch noch mitmacht, keine Ahnung, oder ob es die Zeit war, wo wir einfach uns aus den Augen verloren hatten für ein paar Jahre. Seine Eltern hatten halt eine Bäckerei und hinten war ein riesen Grundstück und da stand auch eine Garage und in dieser Garage haben wir uns dann immer hingestellt, Sönkes Anlage aufgebaut, irgendwelche random Heavy-Metal-Songs laufen lassen, so laut es geht und sind dann da in irgendwelcher Spandex-Verkleidung, Hair-Metal-mäßig mit Teppichklopfern und einer seitenlosen Gitarre, also einem Gitarrenrumpf-Buddy, wie sagt man, durch die Garage gesprungen und haben da so getan, als wenn wir das jetzt sind, ne? Haben aber tatsächlich laut mitgesungen, nicht nur die Lippen bewegt, ja.
Das war sehr, sehr, sehr spaßig. Aber ja, das ist jetzt wohl hier vorbei. Also ich denke mal, das ist hier entstanden in der Zeit, in der Sönke kein Thema mehr war für eine Zeit. Wir werden sehen in den nächsten Seiten gleich. So, also. So, und hier, da habe ich dann halt einfach auch Spaß immer mal wieder ein bisschen mit der Gitarre rumgeklimpert und er stand dann dabei und hat dann irgendwie ein bisschen gesungen. Was dann ja später bei Breisleiter noch weitergeführt wurde, aber umgekehrt. Er hat dann den Bass gespielt und ich habe gesungen. Aber naja. Die Scheidung hat er problemlos verkraftet. Sind wir eigentlich alle ganz gut mit klargekommen. Er hat neuerdings das Talent, immer wenn es gemütlich wird, tierisch mit irgendwelchen Blödsinn zu nerven. Ah, Hilfe! Aber sonst ist er eigentlich einer der ruhigsten. Es sei denn, man tut einer seiner Freundinnen etwas an. Freundinnen und dann das EN unterstrichen. Hatte er mehrere Mädels damals laufen? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, mein Bruder ist sehr loyal an und für sich. Also wenn er mit jemandem in Beziehung, wenn ihm jemand gefällt, wenn er jemanden lieb hat, dann ist er sehr loyal. Der kämpft da für dich wie so ein Löwe. Oder halt in dem Fall damals wo mehrere Mädels, ne? Du Schlingel, du. Also, dann weiter. Sabrina, das ist meine Schwester. In den ersten Comics, falls ich das mal wiederfinde, kann ich euch das gerne zeigen, falls ihr den Mist sehen wollt. Hat sie noch eine Zahnlücke, deswegen habe ich hier so ein kleines bei den Zähnen mit dazu gezeichnet. Dann die sind jetzt wieder heile gewesen dann, ja. Und sie hatte halt jahrelang vorne Schneidezähne, die fehlen, und es hat ewig gedauert, bis der Zahnarzt geschissen bekam, da was dran zu machen. Das war auch so eine Episode damals, ne? Aber ja, so. Kelly Family Shirt. Ja, erst in der alten Wohnung noch damals, in der Schulzeit, da war es Michael Jackson, oh Michael, 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 Michael. Und dann fuhren die Kellys mit dem Bus durch die Gegend, ne? Und dann war es nur die Kelly Family, die Kellys, die Kellys, die Kellys. Und ich habe immer mit meiner Anlage gegen angestunken, mit Manowar und Co. Aber gut, so. Und Skögö. Skögö? Wurde die so genannt damals? Meine Güte. Habe ich keinen mehr auf dem Schirm. Meine Schwester hat sich mittlerweile ein neues Paar Beißerchen zugelegt und ist um die Hüften leicht aufgequollen. Alter. Ja, ich habe gesagt, das hier ist politisch unkorrekt, ne? Michael Jackson, ihr ehemaliger Lieblingsstar, wurde ersetzt durch Take That und die Kelly Family. Sie wohnt zurzeit bei uns, eigentlich aber bei Mutti. Ist ja auch Schnubbel. Oh Gott. Ich habe auch eine Klaue, Alter. Nach der Schule trifft sie sich mit ihrer Freundin zum Würfeln. Da ich jetzt arbeite, liegt es nun bei ihr, Herrn Sirk und Frau Lubino auf den Wecker zu gehen. Also ich war ja schon aus der Schule raus. Meine Geschwister sind halt beide jünger als ich, ne? Sie war halt noch in der Schule. Sie hilft mir auch, Schlachtpläne gegen diverse Feinde zu entwickeln und auszuführen. Tja, wenn es das Gögö nicht gibt, was für Feinde denn? Schlachtpläne? Was? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein Nachbarschaftsscheiß. Lubi, meine Lehrerin von damals, die hat hier also auch noch eine Rolle, weil meine Schwester und mein Bruder waren ja noch in der Schule. Und ich habe halt gesagt, wenn ihr irgendwelche lustigen Storys hier erlebt, könnt ihr mir die erzählen, dann zeichne ich die hier vielleicht rein. Keine Ahnung. Oder mir fallen random irgendwelche Schulwitze ein, die ich dann einfach umsetze. Ja, weiß nicht, was hier gleich kommt. Keine Ahnung. So. Meine ehemalige Mathelehrerin und jetzt Lehrerin von Sabrina. Mathe ist also richtig. Ihr Outfit hat sich nach Informationen meiner Schwester nicht geändert. Sie singt auch immer noch Roter Mond vor sich hin. Was das Einzige ist, was ich nicht vermisse. Damals hatte ich immer Probleme mit Mathe, was sich dank Lubi geändert hat. Immerhin bin ich in der Berufsschule einer der Besten. Ja gut, das war dann aber in meiner Malerzeit schon. Ne, als ich das hier geschrieben habe. Denn in der Berufsschule als Elektroinstallateur habe ich noch mehr versagt als in der Hauptschule. Da kam ich überhaupt nicht mit klar. Mit Ohm und Ampere und wie der ganze Bums da heißt. Ich wusste, ich stand da wie vor böhmischen Wäldern. Nee, aber ja gut. So, wo war ich jetzt? Sie hat laut Informationen gerade eine Romanze mit Sirki, also mit unserem Lehrer, der, glaube ich, auf nächster Seite kommt, denn er drückt sich hier schon durch. Ne? Er kündigt sich hier schon an. Ne? Ne, das ist halt das Bescheuerte an diesen Dingern. Ich habe die Sachen. Warte mal. Kann ich das gerade zeigen? Oder habe ich gerade keinen hier? Ach, scheiße, ich habe gerade keinen hier. Kennt ihr diese Feinliner? Die gibt es ja immer noch bei Teddy. Inzwischen sehen die aber komplett anders aus als damals. Früher waren die so rot und die Spitze der Kappe war so durchsichtig wie eine kleine Kuppel. Und da war dann so ein kleines, das sah aus wie so eine Zitronenpresse. Das war dann da drin, das kam immer hoch, wenn der Deckel drauf stach.
Wenn du den rausgezogen hast, den Stift, und damit zu malen, dann verschwand diese kleine, in dieser Kuppel, diese kleine Zitronenpressenspitze, warum auch immer die das so gemacht haben, verschwand dann. Damit du siehst, hier ist jetzt gerade kein Schreiber in dem kleinen Deckel, den du gerade in der Hand hast. Ich muss hier immer dieses hoch und runter, das ist hier so ein bisschen spiegelverkehrt auf meinem kleinen Display. Deswegen ist es gerade ein bisschen kompliziert hier alles. Auch mit der Mitte hier und so. Seht's mir nach, ja. So, und damit habe ich halt die Dinge gemalt, mit diesen Feinlinern. Ich male heute noch mit denen oder schreibe, wenn ich was aufschreiben will. Das ist so meine Art Lieblingsstift. Ich bevorzuge diese schwarzen, kleinen Feinliner. So, gut, nächste Seite, da kommt jetzt Silky. Da haben wir ihn auch. Mit, das ist kein Pommes, das ist auch keine Zigarette. Das ist ein Stück Kreide. Ja, er hatte halt, Clint Eastwood hat ja immer seinen Kotzbalken im Mundwinkel, ne, hier seine Zigarre. Ja, und Silky hat im gleichen Stil einfach die Kreide, mit der er an der Tafel schrieb, in den Mundwinkel genommen. Er trug immer eine Lederjacke und darunter, ich habe das jetzt hier ja alles nicht farbig, wenn das farbig wäre, dann wäre das Hemd unter der Jacke pink. Pinkes Shirt, schwarze Lederjacke, Jeanshose, Kreide im Mund, und er sah halt aus wie so ein Altrocker. Das war der beste Lehrer der Welt. Ohne Scheiß, damals war das mein zweiter Papa. Und ich kann das nicht anders sagen. Ja, und jeder, den ich kenne, der mit Silky irgendwie zu tun hatte, bestätigt das auch. Das war der, glaube ich, beliebteste Lehrer überhaupt. Kann ich gar nicht anders sagen, ja. So, also Silky. Was steht hier? Mist. Ja, weil es hat sich durchdrückt, ne? Gut, also mein ehemaliger Klassenlehrer, der jetzt auch Sabrina am Hals hat und ebenfalls immer noch die gleichen Klamotten anhat. Originale ändern sich eben nie. Seine neue Macke, er hat die Kreide im Mund wie eine Zigarette. Genau, Sabrina hat mir das halt erzählt, genau. Schmeckt das denn? Splash? Nie fragen, probieren. Hahaha. Das muss auch irgendein Insider-Witz sein, den ich nicht mehr kapiere. Nein, keine Werbung. Oder es ist aus irgendeiner Werbung, ich habe keine Ahnung. Schmeckt das denn? Splash, gibt es da irgendwie eine Werbung? Eine alte Vintage-Werbung, die ich nicht mehr auf dem Schirm habe? Egal. Wo war ich jetzt? Vielleicht haben wir ihm ja auch mit unserem Streich zu hart beigespielt. Wir waren die einzige Klasse, die komplett einen Tag vorm Abschluss der Schule geschwänzt hat. Da war er das erste Mal echt sauer. Ja, das ist auch so eine. Ja, ich habe das auch alles schon in den Vlog-Stories erzählt, aber ich kann es euch mal ganz kurz umreißen. Es war halt Schulabschluss, ne? Und wir suchten erstmal einen Platz, wo wir dann feiern können. Mit der ganzen Klasse halt, ja. Und es gibt hier in der ganz vorne eine kleine Ecke, die nennt sich die letzte Pappel. Unten am Strand ist die. Also ein Strand, nee, wir haben zwei Strände in Eggernförde, wir haben ja zwei Seiten der Bucht, ne, so, und neben der letzten Pappel ist dann auch noch so ein Wäldchen, so, und da haben wir halt gefeiert. Da ist halt da vorne, auf der letzten Pappel selbst, ist halt so eine große Wiesenfläche, kleiner Spielplatzpart, und damals standen dann noch in regelmäßigen Abständen Grilldinger aus Beton, die jeder benutzen durfte, mit Rost fest montiert drauf. Ich möchte nicht wissen, wie verranzt die Dinger waren, aber ja gut, manchmal haben da wohl Leute gegrillt. Habe ich nie gesehen, aber die waren halt genau dafür da. So, und da haben wir dann gefeiert. Jetzt wollten wir ja aber, wir brauchten ja Chips und Bier und Schnaps und was wir noch so alles haben wollen. Wir hatten aber ja keine Zeit, das zu kaufen alles. Wir hätten uns nach der Schule treffen müssen. Da haben wir gesagt, nee, ist unsere Freizeit. Wir schwänzen einfach morgen die Schule. Dann müssen aber auch alle mitziehen. Alle müssen mitziehen, dass wir auch wirklich alle die Schule schwänzen, den letzten Schultag. Weil Siki und Lubi hatten uns vorher schon gesagt, ja, letzten Schultag passiert nichts mehr. Dann können wir noch mal ein bisschen quatschen, noch mal ein bisschen Resümee ziehen, was hier so passiert ist die Jahre und so. Ein bisschen, ne? Ihr könnt ein bisschen Sachen mitbringen, was zum Lesen oder irgendwie Musik, wenn ihr Musik laufen lassen wollt, machen wir freistundenmäßig so ein bisschen was. Und gut, ne? Wahrscheinlich hat der sich sogar einen Plan gemacht, was er so alles machen wollte, Lustiges. Vielleicht hat er noch ein paar witzige Ideen gehabt. Keine Ahnung, weil wir waren ja nicht da. Ja? So, und dann ist der aber losgefahren und hat uns wohl gesucht. Du sahst nämlich immer wieder sein Auto in den Straßen rumgurken, während wir in der Stadt da unten waren. Wir mussten dann immer kollektiv fliehen. Du hast dich dann wirklich gefühlt wie so ein Geheimagent, der gerade von Feinden gejagt wird oder sowas. Ja? Junge, so, und dann, als wir dann alles zusammen hatten und alles eingelagert hatten, sind wir dann trotzdem zurück zur Schule.
Und da saß Silky in der Klasse. Du hast, ich habe noch nie so einen Gesichtsausdruck von ihm gesehen in all den Jahren. Er war fucking stinksauer. Ja, und was war das Ende vom Lied? Wir mussten am ersten Wochenende, also ja, danach war ja Wochenende, wir mussten also am Tag drauf kollektiv den Tag Schule nachholen. Obwohl wir keinen Unterricht gemacht haben. Und da haben wir dann all das gemacht und besprochen, was wir dann halt eigentlich hätten machen wollen. Ja, so. Und danach durften wir dann den Abschluss feiern. War eh für nachmittags angedacht, die Abschlussfeier. Von daher, ja, wir mussten aber alle früh aufstehen am Samstag. Wir konnten nicht ausschlafen, nein, nein. Haben aber auch kollektiv mitgemacht. Wir haben dann kollektiv auch eingestanden für den Scheiß, den wir gebaut haben. So, also Sönke kommt jetzt. Ja, richtig, das ist Sönke. Er ist 2 Wochen vor Weihnachten nach Hause gegangen und nie wieder zu mir gekommen. Nicht zu Silvester? Nee, das war ja Stallone, also ich habe es falsch geschrieben, ja, okay. Silvester, nicht zu meinem 18. Geburtstag. Ich war also hier schon 18 oder mindestens nach 18, vielleicht auch 20, ich weiß nicht, wann ich das hier genau gezeichnet habe. Weil hier stehen keine Daten bisher. Und auch sonst nicht. Irgendwann hat meine Schwester ihn mal wieder gesehen und festgestellt, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Eine Brille und einen Igelhaarschnitt trägt. Und das war mir Grund genug, aus unserer Freundschaft eine kleine, richtige Feindschaft zu machen. Natürlich eher im freundschaftlichen Sinne. Also so mit dem Augenzwinkern, ja. So, hier haben wir die Klischees. Also erstmal, Sönke hatte damals genauso lange Haare wie ich. So wie ich sie heute noch trage. Nur eben ohne die grauen Strähnen natürlich, ja. Ich habe eigentlich auch noch irgendwo ein Foto, wo man das mal sehen kann. Ich finde es aber nicht wieder. Da haben wir damals, meine Schwester ist nachher umgezogen nach Gettorf, einen Ort weiter. Und da haben wir bei der Renovierung geholfen und gemalert so ein bisschen alle Mann. Und wir haben alle eingeladen, alle Freunde, die irgendwie helfen wollten und konnten. Da wäre dann auch Matze bei, von dem ich ja schon erzählt habe, auf diesen Fotos, ne? So, und eben Sönke mit langen Haaren sieht man da halt. Ich habe auch noch ein paar Partybilder, da sieht man das glaube ich auch. Da ist er noch mit seiner ehemaligen Beziehung zu sehen. Keine Ahnung, ob ich diese Fotos mal wiederfinde, aber ja, es geht auch um Scheißdreck an, davon mal abgesehen. So, und hier hat er dann halt Brille und kurze Haare. Ich müsste ihn eigentlich mal fragen, was aus der Brille geworden ist. Die trägt er ja gar nicht mehr. Er hat aber immer noch kurze Haare, bis heute, ja. Sönke hat, das ist keine Beleidigung, das ist eine Feststellung, Sönke hat keine Schultern. Kann ich nicht beschreiben, muss man sehen, ja. Selbst Ärzte haben, als er zum Beispiel gemustert wurde für einen Bund, wo er ja auch war, ne, haben die bei der Musterung gesagt, ja, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das habe ich anatomisch noch nicht gesehen, sowas. Ja, dass der praktisch der Hals nahtlos in die Oberarme übergeht, praktisch. Ganz komisch. Ja, also das ist irgendwie so ein bisschen, ja, komisch halt. Und warum hat er hier so eine riesen Schuhe? Ja, er hatte halt damals immer, seine Eltern haben ihm immer irgendwelche sicherheitsartigen Schuhe, keine Ahnung, so richtige Klopper musste der halt immer tragen und das Klischee hat sich halt gehalten. Warum steht hier ein Bottich und warum tropfen hier Tropfen raus? Ja, Sönke hatte damals ein, ich weiß nicht, wie sowas verursacht wird, aber er hatte damals ein Problem, der hat halt eine übermäßige Speichel- und Schleimhautflüssigkeitproduktion gehabt. Dem lief ständig die Nase, ich meine, das kennt man bei mir ja nun auch, ne? Aber er saberte auch viel, hatte immer so ein bisschen Schaum in den Mundwinkel. Er konnte da aber nichts für. Der konnte das einfach nicht stoppen, das ging einfach nicht anders. Also irgendwann hat sich das dann auch, irgendwann hat das aufgehört, einfach. Wobei ich gar nicht weiß, ich müsste ihn mal fragen, ob er damit mal bei einem Arzt war, der irgendwas dran gemacht hat, weil, ja, wie gesagt, wir haben uns in dieser Zeit hier, da hatte er das ja noch, jahrelang nicht gesehen, ne? So. Gut, dann Frau Mohr. Ach, das ist die so Oma von nebenan gewesen. Ach du Scheiße, ich mache hier ein bisschen mehr in die Mitte wieder. Unsere liebe Nachbarin, ja, die war super nett. Super nett und super lieb. Die uns nach dem Umzug herzlich willkommen hieß, um uns später dann bei der GWU-Wohngemeinschaft anzuscheißen, weil wir angeblich nicht unseren Pflichten nachkamen. Ja gut, das ist halt so ein Ding, das ging dann um die Treppenhausreinigung. Und wir waren halt beide in der Arbeit. Du bist jeden Wochentag auf Arbeit. Du kannst dir ständig das Treppenhaus auch noch putzen morgens, ja. Du kannst es erst nachmittags machen, wenn du von der Arbeit kommst. Das war ihr dann aber zu spät. Ja, den ganzen Tag über ist hier alles dreckig und erst abends machen sie mal sauber. Ja, da war sie ein bisschen pissig. Aber sonst war die echt nett, finde ich. Also in meiner Erinnerung war das eigentlich ein nettes kleines Öhmchen. Nachdem sie herausfand, dass wir wussten, dass sie uns angeschissen hat, dachte sie wohl, wir wären eine Bande von
Massenmördern und Psychopathen und lebte fortan in einem Tresor, symbolisch für Sicherheitsschloss. Und den Spion, also die hat sich dann wirklich, irgendwann hat sie sich, also wir haben natürlich hineininterpretiert, dass es an uns lag, ist natürlich wahrscheinlich Blödsinn. Die hat irgendwann einen Spion einbauen lassen in ihre Tür, also hier so ein Guckloch, ne? Und dann ein schweres Sicherheitsschloss hang da dann irgendwie, wo normalerweise du den Schlüssel reinsteckst. Irgendwie so eine richtig so eine komische Apparatur, oder was war das? Ja, damit da keiner einbricht. Ich glaube mittlerweile zu wissen, woran das lag. Denn ich hatte mal, woher kannte ich den nochmal? Wie war das nochmal? Meine Schwester oder mein Bruder hatte damit zu tun? Also wir kannten mal jemanden, und das war ein kleiner Betrüger. Der hat sich nämlich ausgegeben für, ja, keine Ahnung, dieses, jenes, welches, und an den Türen einfach geklingelt. Ja, ich muss hier irgendwie, keine Ahnung, Gasuhr ablesen zum Beispiel. Ja, bei älteren Leuten hat er halt geklingelt. Ja, dann kommen Sie mal rein, junger Mann, ja, ne? Und dann, wenn Sie dann am Wuseln sind, ja, Sie können gerne hier weitermachen, was auch immer Sie gemacht haben. Ich komme hier schon klar, Sie brauchen jetzt hier nicht beistehen. Und wenn das Öhmchen dann weggeht, weiß ich nicht, oder wenn die dann sagt, möchten Sie einen Kaffee? Ja, natürlich! Dann geht die halt in die Küche und dann geht der ins Wohnzimmer und räumt die Schublade leer und verschwindet. Das ist ihr passiert. Das weiß ich aber erst inzwischen, das wussten wir damals halt noch nicht. Deswegen, wir haben das halt reininterpretiert, dass es an uns liegt, weil sie halt immer gemeckert hat wie im Treppenhaus. Und sonst war sie immer freundlich und lieb und nett, ganz komische Frau. Aber ja, irgendwie war die total niedlich. Und irgendwann, ja, deswegen habe ich hier auch einen Sarg hingezeichnet, irgendwann kam mir nach Hause und dann wurde die, oder nee, mein Vater, ich kam später nach Hause, ich habe ja woanders gelernt, nicht bei meinem Vater. Mein Vater kam nach Hause, da haben sie da wo irgendwie, irgendwelche Pfleger haben sie da auf der Bahre bedeckt mit einem Tuch rausgetragen. Die ist dann gestorben einfach in ihrer Wohnung. Ja, Herr Ranke, mein Lehrer in der Ausbildungszeit zum Maler und Lackierer, auch ein dufter Typ. Von dem habe ich auch viel gelernt und er war auch immer hilfsbereit, nett und entgegenkommt. Also nicht so ein stocksteifer Bastard wie manche anderer Lehrer, mit dem ich so zu tun hatte, oder Lehrerin vor allem. Ist halt so. Ja, die schlimmsten Lehrer, die ich hatte, waren immer weiblich. Ich weiß nicht warum. Ist so. Aber gut. Mein Berufsschullehrer, dessen Lehrfähigkeiten längst nicht an die von Sirk und Lubi heranreichen. Ja, die haben halt auch Sympathiebonus, ne? Weil sein Unterricht verkrampft und viel zu streng ist und nicht locker und ruhig. Ja, aber er kam dir halt entgegen, wenn du ein Problem hattest. Das haben viele nicht getan, mit denen ich sonst zu tun hatte, die einen strengen Unterricht hatten. Er achtet strengstens auf die absolute Mülltrennung. Richtig, da erinnere ich mich noch dran. Beim Milchtüten erst das Plastik aus dem Inneren herauspulen. Und so. Ja, fand ich wirklich übertrieben damals, aber sehr gut. Er war bisher nur ein normaler Berufsschullehrer, der mit nichts Bösem rechnete, aber dann kam ich und ich steckte gleich die ganze Klasse mit an, wenn uns der Unterricht zu steif und stressig ist, nerven wir ihn, bis sich das Klima etwas auflockert. Also du hattest halt teilweise wirklich das Gefühl, so, ich muss jetzt hier seriösen Unterricht machen, und erst durch unser Verhalten brach er dann so ein bisschen auf und merkte, ja gut, mit den Kids kannst du halt auch ganz normal locker reden, die lernen dann trotzdem was, und das wurde dann über die Jahre tatsächlich besser. Also er wurde dann immer lockerer uns gegenüber, ne? Nach dem ersten Terrormonat machte der Unterricht auch schon fast Spaß. Auch wenn Herr Ranke trotzdem noch ziemlich schnell ausrastet und der angenehme Teil des Unterrichts auf Stress umschlägt. Dagegen hilft nur eins, Augen zu und durch. Ne? Ja gut, oder Baldrian-Tropfen steht da noch. Das ist mein Chef von damals. Der sah 1:1 so aus, das hier ist fotorealistisch. Nein, ich habe dir halt alle cartoonig überspitzt gezeichnet. Ja. Das war der Malereibetrieb Mast, bei dem ich gelernt habe. Den gibt es noch. Ich habe keine Ahnung, unter welcher Führung der aktuell steht. Ich kenne natürlich auch keinen mehr davon, die werden ja, da wird keiner mehr. Ich habe keine Ahnung, ob die Leute, mit denen ich zu tun hatte, überhaupt noch alle leben, aber davon mal abgesehen. Mein Chef, der Ärmste. Seit ich bei ihm in der Lehre bin, steht er kurz vorm Bankrott. Nein, im Ernst. Er muss sich in seinem. Er muss sich in diesem Büchlein schon mit mir rumplagen, aber sonst ohne ihn würde ich immer hin kein Geld verdienen und auf der Straße sitzen. Obwohl er mich für das, was ich ihm hier antue, eigentlich feuern müsste. Ja, ich hatte halt die Hoffnung, dass er das niemals liest, ne?
Hat er ja auch nie. So, und das ist Heinz. Das war unser Vorarbeiter. Der Typ ging gar nicht. Aber ja, ich weiß nicht, was ich jetzt hier hingeschrieben habe. Ich bin gespannt. Allein schon, wie er hier steht mit seinem erhobenen Zeigefinger. Ich muss wirklich sagen, wenn ich mir jetzt die Gesichter von den beiden hier angucke, ich habe sie relativ gut getroffen. Ja, aber meiner Meinung nach. Die sehen halt in meiner Erinnerung immer noch so aus halt. Aber gut, ja. Also ja, das sind natürlich keine Zeichentrickfiguren in meiner Erinnerung, aber ihr wisst, wie ich meine. Ja, die Mimik und so, ja. Und auch so die Körperhaltung vor allem bei ihm hier. So, unser Vorarbeiter und Werkstattzuständige. Seine Werkstatt ist sein Schloss. Wenn irgendwas nicht so ist, wie er es will, ist die Hölle los. Er ist es, dem ich arbeitsmäßig wirklich auf die Nerven gehe. Er wirft nie etwas weg. In seinen Augen kann man selbst mit einem steineharten, vertrockneten Pinsel noch ein Treppengeländer streichen. Man darf nicht die Hände in den Taschen haben. Und wenn man mal nicht weiß, wo man am nächsten Tag hin soll, fragt man ihn. Er sagt es einem, aber die anderen wissen dann nichts davon. Naja, er weiß schon, was er davon hat, denn jetzt ist er in diesem Comic. Ha! Das war auch so eine Nummer. Feierabend, ich war in der Werkstatt vielleicht, weil manchmal waren wir Lehrlinge einfach, das war auf dem Bau für uns manchmal nichts zu tun, weil es gibt halt einfach auch Arbeiten, da kannst du den Lehrling nicht gebrauchen. Was soll der machen? Der Ball steht und zugucken bringt nichts. Ne? So. Also haben wir in der Werkstatt aufgeräumt, Pinsel gewaschen und manchmal war es so langweilig, da sollten wir uns die Inhaltsangabe auf den Lackpötten durchlesen und so ein Scheiß. Ja, so. Und irgendwann war Feierabend und dann fragst du natürlich, yo, Heinz, was ist morgen? Soll ich ja auch wieder hier in der Werkstatt den ganzen Tag verbringen? Oder wer holt mich ab? Wo soll ich hin? Ja, warte mal zu Hause morgen früh, steh mal an der Straße, dich holt jemand ab. Ne? Das hat er aber den Kollegen nicht gesagt. Manchmal stand ich draußen an der Straße und dann wurde es noch später und noch später. Was ist denn los? Dann bin ich wieder irgendwann rein, hab da angerufen, ich sag, ja, mich hat keiner abgeholt, ne? Oh, oh ja, okay, wir schicken jemanden los. Ja, läuft, ne? Ja, das war halt damals so. Achso, übrigens, ich muss mal kurz was machen. Scheiße, komme jetzt nicht an meine Uhr ran. Muss ich mich immer hier umdrehen, ne? Jetzt ist das 9:30. Ja, ich kann euch das ganze Comic hier nicht zeigen. Das ist zu viel. Das Akku von dieser Kamera ist ja irgendwann leer. Ja, und mit der Webcam kann ich das nicht drehen, das geht nicht. Außerdem ist die Qualität dann total beschissen. Das ist ja jetzt schon schlimm, aber ja, ne? So. Also wir gucken, soweit wir kommen. Ganz einfach. So. Oder muss ich sagen, ich habe keine Lust mehr für heute. Alte Farbe. Alter. vielleicht lasse ich das Video hier auch als Vorwort. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, was jetzt hier nur alles kommt, Alter. Alte Farbe, farbige Farbe. Und dann kommt hier so ein Monster oder was ist da hier? Ja, das ist halt auch so ein Ding. Wie gesagt, Heinz hat, der konnte nichts wegwerfen. Ja, ich weiß noch genau. Ich erzähle euch ein paar Episoden. Wir dehnen das jetzt hier aus und dann zeige ich euch noch ein paar kleine Comics. Ihr sagt mir dann, ob ihr mehr davon sehen wollt. Dann mache ich das gerne nochmal. Es macht Spaß. Ich finde es gerade witzig. Die Firma hatte damals, ich weiß gar nicht, ob die da noch sind, die hatten damals ihren Sitz in Großwittensee. Und eine Straße weiter war Privatauftrag, also in einer möblierten Wohnung malern. Und da sollte die Decke gestrichen werden. Okay? In einem Wohnzimmer. Die hatten die ganzen Möbel in die Mitte gerückt von allen Seiten. Da lag eine große Plastikplane drüber, damit das nicht einsaut, wenn du die Decke streichst. Und auf dem Fußboden ringsherum haben wir alles mit so Papier ausgelegt. Es gibt so eine riesengroßen Papierrollen, mannshoch fast, ja. So bräunlich ist das dann. Braungräulich, ich weiß nicht, wie man die Farbe genau bezeichnet. Sollte ich eigentlich wissen als Maler. Aber diese Farbtabelle und die ganzen Fachnamen für die Farben habe ich nie reingekriegt, ey. Hab ich nie. Du arbeitest damit eh nur. Ja, also ja, gut. Aber gut. Und, das lag dann auch alles aus und ich komme da rein. Also ich sollte jetzt diese Decke streichen. Habt ihr auch gestrichen? Ja, natürlich saust du damit alles voll. Ne? So, und dann kommt Heinz rein. Ich bin zu ihm und sage, jo, ich bin fertig mit der Decke. Ne? Ja, mal gucken, was du da gemacht hast. Und dann kommt er ins Wohnzimmer rein und schreit mich an und macht mich so klein, hat er mich gemacht. So, vielleicht so. Ja, so. Ob ich sie noch alle habe und ob dann noch alles bei mir richtig läuft und was mir denn wohl einfallen, wo ich sage, was ist denn? Habe ich was vergessen oder ist das irgendwie zu ungleichmäßig geschrieben? Ach nee, die Decke ist wunderbar. Und du hast ja den ganzen Fußboden, du hast hier das ganze Abdeckpapier eingesaut.
Ich sag, ja, dafür liegt es doch da. Ja, das hätte man ja woanders nochmal verwenden können. Im Lager standen 20 so dicke, mannshohe Abdeckpapierrollen. 20, ja? Ich hab die gezählt an einem dieser Tage, wo du Langeweile hast im Lager. Aber mich anschreien für 4 Bahnen Papier, die ich halt mit Farbe vollgekleckert habe, ein bisschen beim Deckelstreichen. Das war Heinz. So, alte Farbe. Ja, das ist auch so ein Ding. Wir standen halt teilweise Stapel von Farbeimern aufeinander. Und manchmal, wenn Heinz nicht da war, Moment, weil er fuhr halt auch, der war jetzt nicht nur, er hat jetzt nicht nur in der Werkstatt gehockt. Ja, hier bin ich gerade rücken ein bisschen. So. Er hat nicht nur in der Werkstatt gehockt, sondern hat auch durchaus Material ausgeliefert zu den verschiedenen Baustellen und so Sachen. Und wenn er nicht da war, dann kam meistens, aber wir waren da als Lehrlinge, ne, und er sagte, ja, ich muss jetzt mal eben zu dir an der Baustelle, ihr kommt ja hier klar, ne, macht ihr keinen Scheiß. Und ne, dann kam manchmal dann der Chef rein, der war ja nie mit auf dem Bau, der war immer in seinem Büro oder so, und hat hin und wieder mal in der Werkstatt nach dem Rechten gesehen. So. Und wenn er dann sah, dass wir alleine waren, dann hat er uns Sachen angewiesen, die er nicht anweisen konnte, wenn Heinz da war, weil der sonst in die Luft gegangen wäre. So, dann hat er gesagt, hier, guckt mal nach den Farbeimern, die vollen lasst ihr stehen. Und die halbvollen, ja, oder wo nur wenig drin ist, die macht ihr mal auf und guckt mal, ob die Farbe noch gut ist. Und so entstand das Farbmonster. Du machst manchmal Farbeimer auf, die seit, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie lange die dann da schon standen. Habt ihr schon mal verschimmelte Farbe gerochen? Das ist eine Lebenserfahrung, die ihr nie mehr vergesst. Und ich brauche mich nur daran zu erinnern, ich habe jetzt gerade diesen Geruch in der Nase. So intensiv stinkt verschimmelte Wandfarbe. Wenn die umgekippt ist und, ne? Das ist ganz, 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 ganz schlimm. So, und ja, was habe ich hier geschrieben? Es gibt immer wieder Tage, an denen ich alleine die Werkstatt aufräumen muss. Und dann erwartet es mich. Es lauert in den tiefsten, dunkelsten Ecken der Werkstatt und ruft mich mit gurgelnder Stimme. Ich habe damals noch keinen Lovecraft gelesen, würde ich an der Stelle anmerken. Ich soll es auskippen, sagt es, damit es in die Freiheit gelangt. Alter, es versucht alles, mich zu überreden, aber ich bleibe hart. Hart vor allem, ich bleibe hart. Stark heißt das. So, ja, dann haben wir hier die Krampen. Ich habe hier diese Schriftart übrigens, da habe ich nachgemacht. Videotheken-Fans werden es vielleicht erkennen. Es gab mal einen Kurzfilm, so hier, so wie Katzenauge, Creepshow, ne? Chillers. Und da hatten auch die Buchstaben so Zähne. Ne? Chillers. Ich hab den, glaube ich, nie gesehen, den Film. Der war immer ausgeliehen. Und ich habe den noch nie im Kauf gefunden. Taucht Chillers was? Keine Ahnung. So, dann hier die Krabben mit fiesen Gesichtern. Ich weiß nicht, ob man das erkennt überhaupt alles hier. Ich muss mir mal überhaupt angucken, ob ich so den Scheiß überhaupt hochladen kann hier. Die Krabben sind da. Seit der ersten betrieblichen Weihnachtsfeier verfolgen sie mich. Es gab als Vorsuppe Krabbensuppe mit Fischbällchen. Wahrscheinlich 20 Jahre alt. Würg, ich hasse diese Dinger. Wenn ich sie nur sehe, wird mir schon schlecht. Deswegen höre ich jetzt auf an dieser Stelle. Schnell umblättern. So, und diese Geschichte kommt auch noch in Comicform. Ich erzähle sie euch aber schon mal. Und dann können wir ja abgleichen, ob das Comic überhaupt akkurat ist, was ich da gezeichnet habe. Ja? Ob wir das heute schaffen, weiß ich noch nicht. Aber ne? Das Ding ist halt, wir hatten, was war das, Weihnachtsfeier? Moment. Betriebliche Weihnachtsfeier, genau. Das war die Weihnachtsfeier und da ist in Wittensee gibt es eine Gaststätte. Oh, frag mich nicht, wie das Ding jetzt heißt. Ich habe den Namen nicht mehr drauf. Die gibt es immer noch. Ja, so, und da war halt Weihnachtsfeier, wie gesagt. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube, als Hauptgericht gab es Grünkohl mit Kartoffeln. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Keine Ahnung, wo ihr wohnt. Wenn ihr in einem Mietgebäude wohnt, wenn ihr eine Mietwohnung habt, dann habt ihr ja sicherlich auch von der Mietgesellschaft bezahlt eine Gärtnerei, die bei euch die Rasenflächen draußen mäht. Ne? Ihr habt vielleicht ja auch schon mal selbst Rasen gemäht. So, das war dann der Rasenschnitt, der dann übrig bleibt. Den macht ihr lauwarm, nicht ganz warm,
lauwarm Grünkohl. Das war der Grünkohl, den es da gab. Der schmeckt hier nach null Würze, nichts. Der war nicht mal Salz dran. Und es war so strunkig, dass du da 10 Stunden drauf rumkauen konntest. Grünkohl. Die Kartoffeln waren ja geschält, das waren so, oder gepellt, Pellkartoffeln. Trotzdem hatten die eine Pelle. Wisst ihr, wie ich meine? Die hatten eine Haut, die Kartoffeln. Ich habe noch nie geschälte Kartoffeln gegessen, die trotzdem eine Haut haben. So, dann, also das war das Hauptgericht. Vorher gab es, wie gesagt, diese hier erwähnte Vorsuppe. Ne? Das war einfach so groß ungefähr war das nur. Das war jetzt nicht eine schöne große Schüssel oder ein Teller mit Suppe drin, sondern so eine Schale. Und erstmal sah das nur von oben aus wie Pfützenwasser. Herbst-Pfützenwasser auf einem Sandweg über Land oder so. Wisst ihr, was ich meine? Dieses hellbraun, was aussieht wie Kaffee mit Milch. So. Ja? Dann gehst du mit dem Löffel rein und wühlst einmal hoch. Und dann erstmal kam ein Gestank hoch. Wie 10 Tage toter Fisch. Verschimmelter Fisch. Ja? Dann hatte ich auf dem Löffel ein Fleischbällchen und eine Krabbe. So, dann habe ich dann das gegessen. Und du sitzt ja da, die ganze Belegschaft links und rechts und vor dir, dir gegenüber teilweise halt, ne? Ja, du kannst es nicht ausspucken, weil es eklig ist. Wollte ich aber. Das Fischbällchen, das ich im Mund hatte, ja, hatte Knochen. Knochen. Da war irgendwas Knorpeliges drin, das ich nicht zerbissen bekommen habe und am Stück mit runterschlucken musste. Ja, und diese Krabbe ebenfalls, die war ganz... Die Krabbe beim Zubeißen glitschte die so ein bisschen zwischen meinen Zähnen weg und dann quietschte das im Mund. So, zwischen den an den Zähnen, wisst ihr, wie ich meine? Ganz unangenehm. Und die war ganz fischig. Auch der Geschmack war so richtig Fisch, der nach Fisch stinkt. Darfst du nicht mehr essen, soweit ich das weiß. Und das roch da mal dermaßen nach Fisch da. Das roch wie Fischeingeweide. Ich weiß, die Fischeingeweide riechen. Ich lebe hier an einem Hafen, an einem Fischereihafen. Und da stehen die Fässer mit Fischküt. Das ist Fisch in der Rhein. Also wir haben Kutter da. Ganz, ganz viele Kutter stehen bei uns am Hafen. Also an der Kaimauer oder wie sagt man. Ne? Und die haben ja jetzt ihren Fang dabei und räuchern den dann auf dem Kutterteil. Also kannst du frisch vom Kutter den Fisch kaufen. Das ist geil. Ne? Aber ja, vorher nehmen sie die Fische aus und das ganze Geglibber, das kommt halt in so Plastik, so viereckige, nee, rechteckige Plastikkisten. So, und die werden dann immer an Land getragen von irgendwelchen Helfern und dann haben die da so ein kleines Gebäude, da ist Trockeneis drin und ganz viele Fässer. Und diese Fässer sind bis oben angefüllt mit diesen Innereien. Wenn die voll sind, werden die irgendwie abgeholt und entsorgt, denke ich mal. Und da ist die Tür manchmal auf gewesen und wir Kinder, haben wir ja viel am Hafen gespielt, und dann guckst du, was ist das denn? Was ist denn da in den Fässern drin? Und dann riechst du das. So roch diese Krabbensuppe. Okay? Als Nachtisch gab es Birne Helene. Aber sie hat leider keine Birnen mehr, also gab es Apfel Helene. Und kennt ihr diese kleinen, die man nicht essen soll? Diese Granatäpfel an den Büschen? So sahen diese Äpfel aus und so schmeckten die auch. Natürlich habe ich die mal probiert. Das ist ja giftig, darfst du nicht. Ja, dann probiere ich die doch mal, ne? Das war das sauerste. Der sauerste Apfel, den ich jemals gegessen habe. Also das Essen in dieser Gaststätte war eine absolute Katastrophe. Ich frage mich, wie die sich mit der Küche bis heute gehalten haben. So, weiter. Hübsch. So. Böse Träume. Oh, Alter. Fatshaming. Schämlich war es. Ja, das kannst du ja nicht ausdenken. Okay, böse Träume. Sie sehen zwar aus, als kämen sie direkt aus der Hölle in die Nacht in mein Zimmer, aber der Schein trügt. Ich als gestandener Horrorfan lass mich von denen ihren billigen Spukereien noch lange nicht erschrecken. Das sind böse Träume, die das Fürchten lernen und nicht lehren. Ja? Das Ding ist halt, ich weiß gar nicht, ob ich das in den Comic umgesetzt habe, aber ich hatte die Idee, das weiß ich noch, dass ich halt Comics mache. Immer den gleichen Comic eigentlich. Man sieht mich halt im Bett liegen und schlafen zugedeckt. Und dann kommt von oben von der Decke irgendwelche Monströsen halt das hier, um mich zu erschrecken. Und, und dass ich dann irgendwie ganz dumm reagiere, so, oh, was wollt ihr denn schon wieder, so nach dem Motto. Und die dann total enttäuscht wieder abziehen. Oder erschrocken. Oder ich mache irgendwas und dann, das erschreckt die so krass, dass die dann fliehen vor Angst. Oder irgendwie so. Das war meine Idee. Ob ich es umgesetzt habe, erinnere ich mich nicht dran. Werden wir dann vielleicht sehen. So.
unglaublich hässliches Mädchen, das mich jagt. Was? Sie versucht alles, wirklich alles, 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 um sich mit mir zu verkuppeln. Und ich versuche alles, wirklich alles, alles, alles und alles, damit das nicht geschieht. Außerdem streitet sie sich oft mit Sabrina. Aha. Ich habe keine Ahnung, ob es in meinem Leben oder in Sabrinas Leben wirklich ein Mädchen gab, das einfach fett und hässlich war. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich da nicht dran, wie ich darauf kam. Bin ich echt mal gespannt, okay. Ich kann hier nichts mehr zu sagen. Es sind dann halt so Sachen, achso, jetzt geht's los, okay. Also, gut. Warum ist hier ein X? Kommt hier noch mehrere Xe? Keine Ahnung. So, dann gucken wir jetzt einfach mal, was hier so kommt. Ich sehe schon, es sind mehrere Sketche auf einer Seite. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Eine Seite, ein Sketch, aber naja, okay. Boah, das kann man ja kaum lesen. Ach, hier steht was. Moment, oh, ich habe meine Lupe auch nicht, doch. Nee, habe ich nicht. Das hat alles, ich habe hier alles weggeräumt, damit ich hier das filmen kann, ne, an meinem Rechner. 96, kann das sein? Ja, ja, das ist eine 96. Also dieses Heft ist von 96. Wie alt war ich da? Ich bin 77 geboren. 19? Nein, doch, nein. 77, 87, 97, 96 ist gegangen, da war ich 19. Okay, gut, also. Tommy, in deinem Kleiderschrank sieht's aus wie in einem Mülleimer. Räum wenigstens die alten Klamotten mal zum Waschen raus. Jo, klick und Achtung, links, 2, 3, 4. Und dann marschieren halt die Klamotten raus mit Augen drauf. Lustig, aha, aha, ja, komm. Wollt ihr noch, wirklich noch mehr lesen? Echt? Okay. Hallo Tommy, gib mir 5. Ach, da ist sie auch. Hallo Süßer, ich heiße Erika und du? Ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie Erika ist. Ich weiß es nicht. Ich muss meine Schwester mal fragen, glaube ich. Oh Mann, ich gehe nie wieder zu Oma. Die hatte den ganzen Tag nichts an. Was? Die hat den ganzen Tag nichts an? Nö, kein Radio, kein Video, kein Fernsehen. Ja, ich merke schon. Ich habe hier teilweise Witze, die mir erzählt wurden, die ich einfach lustig fand damals. In Comicform umgearbeitet und die Charaktere sind halt wir. Ne? Das ist halt auch Teil des Ganzen hier. So, ah, hier ist mein Chef. Also das muss irgendwas von der Arbeit sein. So, Chef, kann ich heute früher nach Hause? Ich muss noch aufräumen mit meinem Vater. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Danke, Chef. Ich wusste, ich kann mich auf Sie verlassen. Dass ich mich auf Sie verlassen kann, so rum. Das sind also die Albernheiten, die ich tatsächlich in Betrieb gebracht habe. Ne? Wurde aber nicht lustig aufgenommen von den Leuten. Keiner hat gelacht. Ja. Ich konnte mir es trotzdem nicht verkneifen, so eine Sachen zu machen. Ja, das ist. Ja, ich hatte halt eine schwere Ausbildungszeit. Keiner hat mich lieb gehabt oder über mich gelacht, über meine beschissenen Witze. Verzeihen Sie, ich möchte zum Bahnhof. Ich verzeihe Ihnen, gehen Sie nur. Das ist halt auch ein alter Witz. Ja. Herr Seeck, meine Schwester, ja. Warum tragen Bräute immer weiß? Weil weiß die Farbe der Hoffnung ist. Und warum tragen Bräutigame immer schwarz? Ja, gute Frage. Okay, Schlittschuhlaufen beim Eislaufen. Knack. Hilfe! Hallo Tommy, bist du im Eis eingebrochen? Nein, der Winter hat mich beim Baden überrascht. Was sind das für Katzen, Lubi? Das sind Siamesen. Toll, tadellos getrennt. Das sind alte Witze. Ich habe hier, oh, hier kommen tatsächlich die Albträume vor. Das ist ja interessant, okay. Sag mal, magst du Buddha? Ja, aber Margarine schmeckt auch nicht schlecht. Oh, lustig. Wow, was wollt ihr denn? Wir sind böse Träume und werden dich zu Tode erschrecken. Mich? Na, dann mal los. Buh. Also sie formen mit den Händen dann das Wort Buh oder was. Und hier so, enttäuscht. Okay. Oh mein Gott, Dennis, was ist denn mit dir passiert? Ich habe zu viel Mario gespielt. Alter, ich weiß noch, ich habe diese Dinger, ich habe immer so, ja, 5 bis 10 solche Strips gezeichnet an einem Abend. Ne? Und dann bin ich mal ganz stolz ins Wohnzimmer und habe das meinem Vater gegeben. Der hat sich die dann angeguckt und durchgelesen, hat sich abgerollt. Er wollte wahrscheinlich nur freundlich sein. Wow, hier sind wir wieder. Wo ist er?
Klick. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Ja, und dann Rambo. Oh, komm, ey. Junge, was... Wollt ihr wirklich eine Scheiße weitersehen? Auf meine Kontaktanzeige haben voll viele geantwortet. Sogar Fatih. Oh Gott. Okay, der war gut. Das Auge. Oh. Ich soll zur Musterung. Aber ich habe einen Plan. Beim Musterungsarzt einen Zettel übergeben. Drauf steht, ich kann nicht sprechen. Und dann zieht er mir eine Haare. Ah, prima. Und morgen üben wir das B. Ist auch ein Witz. Ist auch ein Witz. Also, es gab halt, wie gesagt, ich habe euch ja ein paar Mal schon erzählt, ich habe immer gerne diese Mängelexemplar Heine-Bücher gekauft im Supermarkt. Ja. Und da gab es auch Witzebücher. Und ohne Scheiß, die kannst du heute nicht mehr finden, diese Bücher. Wahrscheinlich sind die verbotene Schriften. Behindertenwitze. Ein ganzes Buch, das hieß Behindertenwitze. Okay? Ich hoffe, ich habe daraus keine gezeichnet, weil dann muss ich das Video abbrechen wahrscheinlich. Okay, so. Was suchst du denn da hinten unterm Sofa? Hast du da irgendwas drunter geschmissen oder was? Ja, sieh mal zu, wie du das wieder rauskriegst. Das ist mal ein Fall. So, so, jetzt kannst du staubsaugen. Glaub mir. Es hat keinen Sinn. Und dann. Katzengroße Milben. Oh Gott. Boing, boing, boing. Was hüpfst du denn hier so rum? Ich habe meine Medizin genommen und vergessen, die Flasche vorher zu schütteln. Ist halt auch ein alter Witz. Ja. Wie lautet die Befehlsform von Schweigen? Ich lach mich tot, ich lieg am Boden und rolle. Oh. In der Werkstatt. Okay, das ist was aus der... Achso, jetzt kommt die Monsterfarbe oder was. Hilfe! Hilf mir und öffne den Farbeimer! Mach schon! Endlich frei! So! Jetzt bring mich raus und kipp mich ins Gebüsch, damit ich die Umwelt verpesten kann. Was? Hey, wo rennst du hin? Und dann komme ich hier mit einer Rolle zurück, Farbrolle. Schon gut, ich kapituliere. Mann, ist der stur. Okay. Ja. Mehr ist mir dazu wohl nicht eingefallen. Sönke, was steht da? Bist du, achso, Sönke, bist du es? Wie siehst du denn aus? Ich kenne dich nicht. Danke. Das war so meine Abrechnung mit Sönke damals. Ne? Weil nämlich, heute sagt man dazu ja, du wirst geghostet, ne? Ich verstehe sowas nicht. Man ist Freund, ja, man ist befreundet. Das hat Sönke halt gemacht. Es war vor Weihnachtszeit. Wir haben uns auch schon drauf gefreut, ne, und irgendwie, ne. Und auch Silvester hatten wir sogar schon so ein bisschen angefangen zu planen, ne, wo wir überall hingehen, weil damals sind wir ja Böllern gelaufen und so, ne. Ja, und dann geht er abends nach Hause und tschüss, wir sehen uns dann. Jo, alles klar, ich rufe an. Und dann hörst du nie wieder von ihm. Da habe ich versucht, ihn anzurufen. Es ging immer seine Eltern ran. Ja, Sönke ist nicht da. Ja, als ob. Wo soll er denn sein? Wo soll er denn sein? Ja. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, Monate oder sogar Jahre später hat Sabrina ihn zufällig gesehen mit Brille und Kurzfrisur, Kurzhaarfrisur. Ich habe keine Ahnung, was da was passiert ist. Ich müsste ihn da nicht mal drauf ansprechen. Ich müsste ihn da echt mal drauf ansprechen. Ja. Ich glaube, das war dann die Zeit, weil ich habe ja da schon gearbeitet. Also muss das ja die Zeit sein, wo er dann zum Bund musste. Deswegen hat er auch kurze Haare. Der hat bis heute dann behalten. Ich denke mal, das war das dann wohl. Aber ja gut. So. Aber ich verstehe dieses Ghosten nicht. Man ist doch Freunde. Da kann man doch über alles reden, oder nicht? Ja. Auch online gibt es das ja. Da ist das ja, dieser Begriff Ghosting geformt worden. Kann ich nicht verstehen. Wenn euch jemand ghostet, Leute. Ja. Ich glaube, dann war das nie euer Freund. Ich weiß es, anders kann ich mir das nicht erklären. So, die Nachbarin. Der Champ ist voll konzentriert. Unser Champ stellt sich mental auf eine rekordbrechende neue Leistung ein. Volle Konzentration und... Klock, einen Schritt nach vorne. Bravo! Ja, Frau Mohr war uralt. Natürlich war die auch langsam. Was mache ich? Ich mache einen Sketch und mache mich genau darüber lustig. Ich war immer schon ein Drecksack, Leute. Ne? Ich war immer schon ein schlechter Mensch. So.
Papa und ich gucken Film oder Fernsehen, aber ist das, was guckst du denn, was guckt ihr denn da? Ein B-Film. B. Das sollte es wirklich geben. Das sollte es wirklich geben, fällt mir gerade ein. Warum gibt's das nicht? Einfach, wenn ein Film anfängt, den ihr euch auf Blu-ray oder so kauft, bevor das Ding anfängt, kommt ein großes B. Da weißt du, aha, das ist ein B-Movie. Ja, weil wahrscheinlich wird es das bald geben. Für die Dummen da draußen. Okay, also. Mit dem Schlauchboot kann man doch nicht mehr fahren. Das ist ja voller Löcher. Ja, Quatsch, die Löcher sind nachher doch alle unter Wasser. Die sieht man dann ja gar nicht. Also, da kann man damit ja auch wieder fahren, ne? Auch ein Witz, den ich mal erzählt bekommen habe. Was du bist, bin ich schon lange, du blöde Schlampe. Wie recht sie hat. Achso, ja, wenn sie sagt, dann bin ich das schon lange, dann ist sie ja ein Schlampe. Oh ja, lustig. Da hat es 2 Sekunden gebraucht. Okay. Wieso seht ihr denn so fertig aus? Wir haben Tennis gespielt. Na und? Wir hatten nur einen Schläger. Okay. Tommy, treib doch endlich mal Sport. Mach ich doch. Ich spiele Fußball, Hockey, Tennis und mach Karate. Toll! Und wann genau machst du das? Ab übermorgen. Das war wirklich die Zeit, wo ich halt angefangen habe zuzunehmen, ne? Wo ich langsam immer runter wurde. Ne? Da kommt irgendwie so ein Monster vorbei. Was zum Teufel war das? Das war Dennis nach 4 Stunden Nintendo. Ja, mein Bruder ist halt damals, ich meine, er wurde jetzt nicht zu einem haarigen Katzenmonster oder was ist das? Keine Ahnung. Sondern er ist halt wirklich beim Spielen. Also ich habe nie wieder jemanden kennengelernt, der so ausflippt beim Videospiel. Mein Vater hatte das auch drauf, der hat dann irgendwann einfach den Joypad in die Ecke geschmissen, dann hat er aber auch ausgemacht. Dann hat er gesagt, komm, scheiße, dann leck mich am Arsch. Der Joypad flog kurz in die Ecke und dann war gut. Aber Dennis immer wieder, und es wurde nochmal lauter und nochmal lauter und dann schmiss er dies und dann schmiss er das und alter Vater. Waren da manchmal Trouble im Haus, Alter. So, Sirki mit Kreidekippe. Kinder, ich kann alle Tierstimmen machen. Zum Beispiel Wolfsgeheul. Vor allem die Kreide bleibt am Mund hängen hier. So, und jetzt dürft ihr euch ein Tier aussuchen. Herr Sieg, machen Sie doch mal Hering in Tomatensoße. Oh Gott, okay. Dennis, ich frage dich jetzt zum letzten Mal. Gibst du mir endlich das Computerspiel wieder, das ich dir vor einem Monat geliehen habe? Nein, aber ich bin froh, dass du endlich mit der nervigen Fragerei aufhörst. Aufgehört hast. Oh Gott. Sabrina hat vielleicht ein Glück. Wieso? Sie war gestern zum Geburtstag eingeladen. Die Jungs mussten den Mädchen entweder einen Kuss oder eine Tafel Schokolade geben. Und jetzt hat sie 42 Tafeln Schokolade. 42? Was war das für eine Geburtstagsparty? Mit 42 Jungs? Hä? Okay. Na, Tommy, wie gefällt dir deine neue Jacke? Sie erinnert mich an Wasser. Weil sie blau ist? Nein, aber geschmacklos. Hast du gewusst, dass in der Gernförde kein Mädchen heiraten will? Nein, und woher weißt du das? Ich habe sie gefragt. Oh, Alter, ist das hier flach, ey. Okay. Papa, Tommy hat den Nintendo kaputt gemacht. Guck mal, dreht aus einem halben Nintendo. Oh, super Nintendo, ne? Wie ist das denn passiert? Ich habe sie über den Kopf geknallt. Ja, ich bin natürlich dann schuld, ne? Okay. Ich glaube, ich heirate Oma. Was? Du kannst doch nicht meine Mutter heiraten. Wieso? Du hast doch auch meine Mutter geheiratet. Ja, ich hätte jetzt hier reinschreiben müssen. Wieso hast du doch auch gemacht? Das war meine Mutter geheiratet. Lustig. Okay. Beim Lesen. Tommy, mach mal das Fenster zu. Es zieht mir, es kalt. Nö, keine Lust. Wenn du zu mir sagen würdest, dass dir kalt ist, weil es zieht, würde ich sofort das Fenster zu. Das Fenster schließen. Fadi, mach mal das Fenster zu, es zieht, mir ist kalt. Das müsste ich eigentlich wirklich mal irgendwie bringen. Bei Mel. Ich versuche mir das mal zu merken. Ich will dich nie wieder lügen hören. Klar? Ja. Ding Dong. Geh mal zur Tür, aber wenn es für mich ist, ich bin nicht da. Da kann man es dann gebrauchen mit dem Lügen, ne? Ich wusste also schon damals, was Doppelmoral ist, ne? Aber ja gut. So, Sparschwein. Klirr. Was?
So ein Betrug, das Schwein hat ja gar nicht gespart. Ja, das tun die ja nicht von selbst. Ach, lustig, es ist alles so lustig. Tommy, hör endlich auf, Gitarre zu spielen, ich werd sonst noch verrückt. Dann ist es schon zu spät, ich hab schon vor einer Stunde aufgehört. Ja, okay. Ich hab keine Lust mehr. Wollt ihr den Scheiß hier wirklich weitersehen? Sabrina, du sollst doch während der Unterrichtszeit nicht so mit den Füßen zappeln. Hast du denn keine Ohren? Doch schon, aber damit kann ich nicht zappeln. Oh Gott. Ich habe im Schultheater die Hauptrolle in Die Schöne und das Biest gekriegt. Toll, und wer ist die Schöne? Alter. Fatih, mir ist schlecht. Ich hab wohl was Falsches getrunken. Wieso, was denn? Spülmittel. Was? Warum denn Spülmittel? Auf der Flasche stand entfernt Fett. Das ist die Lösung. Ich trinke einfach Spüli. Die Diät ist dann durch. Tommy, was ist das? Ein Huhn, das blüht. Also ein V hier, ne? Ja. Weiß nicht, ob ihr das erkennt überhaupt, Alter. Okay, wer seid ihr denn? Die sieben Zwerge. Aber ihr seid doch nur drei. Personalmangel. Wie geht das? Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen schneller. Ja, er hat hier ein Krabbenshirt an. Ah. Ja, das ist übrigens tatsächlich, das ist halt wirklich so. Ja, also, oh Mann, nach 3 Monaten Diät habe ich endlich abgenommen. Und jetzt werde ich trotz Diät diesen Keks essen, so als Belohnung, ne? Krunch und dann hier so irgendwie ein paar Krümel fallen in den Mund. Plopp, ja. Schon ein bisschen wieder fett. Das ist ja halt so, ne? Abnehmen heißt halt für immer auf Süßes verzichten. Nicht komplett, aber in den Maßen, in denen du es vorher genossen hast. Das ist halt auch eine der Schwierigkeiten daran. Ich bin halt Genusssucht-Opfer. Ich will auch, ja, okay, gut. Naja, ja, okay, komm. Hier ist Malerei oder was? Ja, das ist aber auch alles nicht besonders lustig, muss ich sagen. Oh, hier tragen sie die Nachbarn raus, Alter. WTF! Achso, es ist ja auch wirklich so passiert. Ich kam nach Hause und riech hier. Ich dachte, oh, ich glaube, Vati kocht Grünkohl. Das riecht immer ein bisschen komisch. Und dann kommen hier tragen halt, tut mir leid um ihre Nachbarin. Ja, ich habe halt sie gerochen. Und es gab keinen Grünkohl an dem Tag, ja. Ach Gott, echt. Hier. Dieser Film wird präsentiert in Dolby Surround. Ja. Naja, okay. Ich glaube, das reicht dann auch. Ja. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben. Ich weiß ich nicht. Warte. Hab ich hier irgendwie einen Zettel oder sowas? Ich guck gleich mal. Ich lege dann hier irgendwie so einen Zettel rein. Und wenn ihr mehr von dem Scheiß sehen wollt, so sehen halt meine Comics aus. Es ist halt eigentlich Quatsch. Fatih, wir brauchen neues Shampoo. Wieso? Och, nur so. Was ist das da? Was habe ich da im Kopf? Ich verstehe es nicht. Aber na gut. Auch das hier. Das ist halt so ein Garfield-Ding auch. Es gab so Garfield-Strips, die hatten einfach keinen Sinn, waren einfach nur lustig, weil die behindert waren. Mein Vater grinst hier mit übertrieben großen Zähnen. Das ist ja so langweilig. Ah, ich habe eine Idee. Ja, toll. Wow. Alter. Oh Gott. Das Hühnchen sieht ja voll eklig aus. Ist ja auch logisch, das ist ja auch voll tot. Wie voll schlecht sieht das aus. Achso. Ja, okay. Ja, das war auch so ein Ding. Das ist teilweise auch passiert. Ein Film geguckt zusammen und da war scheiß langweilig. Bla, 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 bla. Ich gehe mal auf Klo. Ja, ja. Und dann ging ich raus und dann knallt die da, pass auf, die Axt, ah, Hilfe, es hat mich am Bein. Und dann kam ich wieder, plopp, bla, 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 bla. Willst du bitte wieder auf Klo gehen? Das ist wirklich passiert. Mein Vater hat irgendwann, als ich von der Toilette kam, gesagt, gehst du bitte wieder auf Toilette? Ich sag, wieso? Ja, als du gerade weg warst, da kam echt eine geile Szene. Jetzt bist du wieder hier, jetzt wird's wieder langweilig. Das ist tatsächlich passiert. Ja, gut. Jetzt ist genug. Jetzt habt ihr ein bisschen was gesehen. Wie gesagt, es gibt auch noch dieses Painter-Ding. Und wenn ich das finde, das würde ich euch tatsächlich dann auch zeigen. Es ist auch, glaube ich, nicht beendet. Dieses Painter-Ding habe ich nicht zu Ende gebracht, glaube ich. Soweit ich mich erinnere, habe ich das nur angefangen. Ja, zum Beispiel. Oder war das sogar nur ein Bild? Ich glaube, es kann auch sein, dass es einfach nur ein Bild war. Ich weiß gar nicht, ob ich da angefangen habe, eine Geschichte zu schreiben. Weiß ich nicht mehr.
Aber es gibt auch so ernstere Dinge, die ich so versucht habe zu zeigen. Ich habe auch einen, ich weiß nicht mehr, wie ich das gemeint habe. Gemeint, wie ich das genannt habe. So ein Comic mit einem Typen, der Amok läuft. Der setzt sich dann so eine Skimaske auf und fängt dann einfach an, Falling Down-artig, ja, Leute platt zu machen. Aber immer irgendwelche Verbrecher und so. Auch so Vigilante, also hier so Selbstjustiz-Scheiß, keine Ahnung. Auch da gibt es irgendeinen Comic, den ich, der ist dann auch beendet, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, er stirbt am Ende, ich weiß nicht mehr genau. So Sachen habe ich auch gemacht. Ich habe mein eigenes Superhelden-Team gezeichnet. Irgendwas mit Hammer. Organization Hammer oder Team Hammer oder irgendwie so wird das genannt, weil der Anführer heißt halt Hammer. Und der Gegenspieler ratet, wie der Gegenspieler heißt. Ja, weil das ist ein guter Lacher zum Schluss. Das Comic heißt halt irgendwas. Hammercore, irgendwas mit Hammer, ja, das ist halt dieses Team, weil er ist der Leader, der Hammer ist halt der Leader. Und der Gegenspieler hieß, ich war ganz kreativ, der hieß Sledge. Sledge Hammer, okay, ja. Habe ich halt damals gerne geguckt. Ich weiß nicht, was so bescheuert, aber ja, wenn ich das finde, ich zeige euch das auch gerne. Wenn ihr so einen Scheiß hier gerne sehen mögt, meine behinderten Comics, wenn ich die wiederfinde, ich muss im Keller mal gucken, dann, wenn ich die finde, zeige ich euch die gerne mal. So. Schluss jetzt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken bei dem Scheiß hier. Ja, ich fand, mach mal was anderes. Denn hier vom Kanal soll es jetzt nicht nur um Film und Musik gehen und Meinungsquatsch zu irgendwelchen kommenden Sachen im Filmbereich oder weiß ich nicht. Und Tags und sowas. Ich wollte auch einfach mal ein bisschen was anderes zeigen und fand das mal ganz witzig, weil ich das halt gerade beim Räumen ein bisschen gefunden habe. Das Ding, ach, guck mal, ne? So. Kann sogar sein, dass ich jetzt, ich weiß gar nicht, dass ich das sogar schon mal gezeigt habe auf dem Kanal, weiß ich nicht mehr. Wenn dann aber, glaube ich, nicht so wie hier, sondern immer so reingehalten in die Kamera, vielleicht kurz mal, das weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall hier, wie gesagt, ihr seht ja hier hinten ist ein Ende, ne, und dann so viel kommt hier noch. Ja, ich weiß gar nicht, steht hier noch ein Datum bei den letzten Comics bei? Was geht hier denn ab, Alter? Voll der Actionfilm, ey. Hier steht 99, ich habe das über 2 Jahre gezeichnet, den Kram. Junge, 99. Okay, naja, so, gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier nennen soll, keine Ahnung. Comics oder sowas mit X, lustig, mit Doppel-X wie Feedbacks, genau. Ich nenne es einfach Comics mit Doppel-X, mit wie bei Feedbacks. Und dann kann man ja, wenn ihr da von mir sehen wollt, 1, 2, 3, bla bla bla. Oder irgendwie einen Namen, wenn ein anderes Comic mit einem anderen Titel kommt. Was weiß ich. Wenn ihr den Scheiß überhaupt sehen wollt. So gut, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht hattet ihr trotzdem sehr lowen Humor, bisschen Spaß an dem Quatsch. Ja. Übrigens, diese Comics halte ich für sehr schlecht gezeichnet. Das ist halt hingekrickelt. Ja. Also für so einen Strip wie den hier brauchte ich damals so 5 bis 10 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, wenn es hochkommt. Aber eigentlich, nee, keine Viertelstunde. 5 Minuten, 5 Minuten. So. Also das ist jetzt keine schwere Arbeit gewesen hier oder so, ja. Weil ich bin dann immer hektisch. Ich will die Geschichte dann umsetzen, dann schnell und machen. Ja, dann sind manchmal die Sprechblasen zu klein und dann, deswegen seht ihr, manchmal sieht dann die Schrift ein bisschen gequetscht aus, das ist dann schwerer zu lesen. Und, ja, ich bin da, das ist einfach nur ein Hobby halt. Spaßquatsch. So, gut, alles klar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß, was ihr mir als nächstes schaut. Und wie immer, viel Spaß, was ihr mir als nächstes. Ach, das habe ich ja gesagt, Mensch. Ja, ich muss aufhören. Farewell.